Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Abenteuer, und zwar The Elder Scrolls Online Morrowind. Offiziell startet das Ganze am 6.6., aber da ich zu denjenigen gehöre, die Elder Scrolls schon haben und das Upgrade vorbestellt habe, darf ich es auch ab jetzt schon spielen. Es soll ein bisschen eingeschränkt sein. Und unterstützen wird mich des Öfteren mal auch die Vilandra. Hallo. Die ihr wahrscheinlich auch aus Ark schon kennt. Die läuft hier schon fleißig rum und sammelt Erfahrungspunkte, während ich hier noch unten im Schiff sitze und die erste Quest annehme. Untersuchen wir doch mal. Das ist auch wieder so viel zu lesen. Auch hier halte ich es wieder wie bei anderen Spielen. Ich werde nicht laut vorlesen. Auf welch einer fabulösen Reise wir doch sind, mein Freund. Auf Wadenfell und neue Gelegenheiten. Lest ihr noch immer diesen Brief? Ein Liebesbrief, hm? Ihr braucht gar nichts zu sagen. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Ich frage mich, was Wadenfell für uns bereithält. Nun, das klingt gar nicht gut. Okay. Was ist jetzt passiert? Nicht gut klingen war ja noch untertrieben. Oder auf den Riff gelegt. Der hier lebt noch, Nario. Das sehe ich. Kommt her, damit ich sehen kann, ob nach diesem fürchterlichen Schiffbruch noch alles an euch dran ist. Von Sklavenjägern gefangen. Was für ein Pech. Aber immerhin sind wir noch am Leben. Jetzt geht. Nario möchte mit euch sprechen. Lebt wohl. Wo ist Nario? Ah, da. Schau mal einer an, was das Meer hochgewirkt hat. Willkommen auf Wadenfell, dem Land der Dunkelelfen, Lavaströme und Sklaven jedweder Art. Wo wir gerade von Sklaven sprechen, lasst mich euch diese Ketten abnehmen. Wie wollt ihr mir diese Ketten abnehmen? Oh, ihr werdet sehen, ich stecke voller Überraschungen. Ich habe da genau das Richtige. Haltet still. So. Wo bin ich hier? Ihr wurdet von Sklavenjägern gefangen. Habt ihr denn gar nicht aufgepasst? Vielleicht habt ihr euch den Kopf gestoßen, als euer Schiff auf den Felsen auflief und ihr an die Bitterküste gespült wurdet. Die Sklavenjäger haben euer Schiff auf die Felsen gelockt und sich dann die Überlebenden geschnappt. Arbeitet ihr mit den Sklavenjägern zusammen? Sklavenjäger? Ich? Nein. Meine Treue geht in eine gänzlich andere Richtung. Belassen wir es dabei, dass ich hier bin, um euch bei der Flucht von diesem Ort zu helfen. Danach könnt ihr damit weitermachen, was ihr vorhattet, ehe die Sklavenjäger so unfreundlich waren, euer Schiff zu versenken. Okay, Nario, wie kommen wir hier raus? Nicht so schnell, Held. Ich muss sicher sein, dass ihr einem Kampf gewachsen seid. Nicht jeder erholt sich so schnell von einer Nahtoderfahrung. Na gut, dann stellen wir mal euer Kampfgeschick auf die Probe. Gehen wir einmal die Grundlagen des Kampfs durch. Ich bin bereit. Schlagt mich. Ich will sehen, was ihr drauf habt. Okay. Da liegst du, wa? Versucht mich aufzuhalten. Gebt ihr den Rest. Na also. Halt. Okay. Na Nario, da liegst du, wa? Beeindruckend. Ihr seid genau das, was ich brauche, um meinen Plan durchzuführen. Die meisten Sklavenjäger sind derzeit auf Beutefang. Das heißt, das ist die ideale Gelegenheit für uns, die Flucht zu ergreifen. Wie kann ich euch denn helfen? Ach, es gibt gar nicht so viel zu tun, aber ihr müsst euch verteidigen können. Besorgt euch Ausrüstung.
Außerdem brauchen wir den Torschlüssel, sonst schaffen wir es nie zu den Docks. Hier, nehmt meinen Ersatz Dietrich für den Fall, dass ihr ihn brauchen solltet. Wir haben einen Dietrich? Warum brauchen wir einen Torschlüssel? Manche Schlösser widersetzen sich sogar den größten Mühen eines geschickten Diebs. Sie sind aus hochwertigsten Bauteilen gefertigt und mit den kompliziertesten Mechanismen ausgestattet, wie das Schloss am Tor. Wenn ich alle Zeit der Welt hätte, könnte ich es vielleicht knacken. Aber diesen Luxus haben wir nicht. Und was werdet ihr machen, während ich die Ausrüstung und die Schlüssel besorge? Ich muss noch ein paar Sachen erledigen, ehe wir die Flucht antreten können. Tut ihr nur euren Teil. Und ich verspreche, dass ich meinen tue. Wisst ihr denn, wer diese Sklaven hier sind? Ob ich das weiß? Natürlich. Ich brauche nur genügend Beweise für meine Vorgesetzten. Aber keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass ich die Sache im Griff habe, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Okay, dann werde ich mal aufbrechen und die Sachen holen. So, wo müssen wir denn hin? Aus. Oh, ein Schwerter, den kann ich doch bestimmt einfangen. No. Ah, da muss ich rein. Jetzt noch ein Schwerter. Ja, da ist er. So, was erwartet mich denn hier hinter? Jasmin. Sind leer. Ich bin entdeckt. Von wem? Gehen wir mal hier runter. Ah, da ist eine Truhe. Oh, eine Falle. Zack, entschärfen. Schmuckkästchen einringen. Ja, ich nehme jetzt erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Truhe öffnen. Ja, das war ja mal einfach. Und Stufenaufstieg. So, da haben wir jetzt alles. Jetzt müssen wir auch die Rüstung besorgen. Fertigkeitspunkte erhalten, den werden wir auch dann nehmen, wenn wir wieder zurück sind. Okay, ja. So, erstmal in Leben investieren, das ist natürlich klar. Und meine Fertigkeiten. Sturzflug. Klicken wir vor. Okay, das nehmen wir einfach mal. Ja, das wissen wir. Halt. Gucken hier. Okay, Steuerung. Wo müssen wir jetzt hin? Feind. Okay. Dann schleichen wir uns hier auch mal rein. Gegenstände einzusammeln, ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Brot, Eintopf.
Oh. Ein betrunkener Sklavenjäger. Ja, nehmen wir doch mal die Klamotten von dem. Ihre Flasche bräunig. Ein Bietenhänder. Zweihandschwert. Das leer die Truhe. Gucken wir mal, ob hier unten noch irgendwas ist. Handschuhe, Hut. Wäre ich bestens ausgerüstet hier. Kommen wir noch nicht weiter. Schild. Okay, gibt es hier auch noch was? Ein Dolch. Ein Schulterstück. Panzerschuhe. Dann wäre bald überladen hier, wenn wir hier fertig sind. Aber das kann man bestimmt gut verkaufen. Blümchen. So. Ah, da ist auch noch eine Truhe. Dietriche. Dietriche sind gut. Davon werden wir wahrscheinlich noch jede Menge brauchen. So, haben wir denn jetzt hier alles eingesammelt? Sieht so aus. Okay, ich kann die Tür noch nicht öffnen. Warum nicht? Da muss ich die Sachen erstmal anlegen. So, okay. Dann gucken wir noch mal, was wir hier an Jutehut. Jutejacke. Das ist alles leichte Rüstung. Handschuhe. Bisschen was an den Füßen. Jetzt Kette, nehmen wir auch was mal. Waffen. Dann nehmen wir den Dolch und ein Schild hatte ich doch hier auch noch. Das ist auch ein Schild. Okay. Dann sind wir jetzt hier auch schon mal gut gerüstet. Aber ich kann hier immer noch nicht raus. Den Sklavenjäger bieten. Ah, okay. Den Zugriff, ja, ja. So, den Bietenhänder soll ich ausrüsten. Okay, und die Sklavenjägerjacke. Was klar. Ihr schon wieder alten Schlinn getrunken? Verräterischer Sklave, ich hol mir euren Kopf! So. Der liegt da. Oh, haben wir ein paar Fertigkeitspunkte erreicht. Okay, Yuki. Habt ihr die Sachen, die Naryu wollte? Die Sklavenjäger sind zurückgekehrt und unsere Pläne haben sich geändert. Naryu hat mich geschickt, um euch und den Torschlüssel zu holen. Erzählt mir, was geschehen ist. Naryu hat der Hauswache in Seidanen Bescheid gegeben. Dann ertönte das Horn der Sklavenjäger. Die Sklavenjäger müssen sich in der Nähe versteckt haben und sind jetzt auf dem Weg zurück. Wir müssen uns beeilen. Okay, hier ist der Torschlüssel.
Ihr seid ein Sonnenstrahl an einem bewölkten Morgen. Ich werde die Gefangenen durch das Tor führen und nachschauen, was wir finden können, um von dieser Insel zu kommen. Trefft ihr euch mit Nariu am Aussichtspunkt. Danach treffen wir uns an den Docks. Okay, dann werde ich Nariu am Aussichtspunkt suchen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, hier oben. Da ist sie. Ich hätte es selbst nicht viel besser machen können, Held. Gute Arbeit da unten. Da wäre noch eine Sache, falls ihr euch dem gewachsen fühlt. Die Zeit ist knapp, aber ich muss euch etwas sagen. Das ist das Mindeste, was ihr euch verdient habt. Was wollt ihr mir denn sagen, Nariu? Ich bin eine Assassine. Eine Agentin der Murak Tong, die hier ist, um einen Auftrag zu erledigen. Der Schrieb, den ich dabei habe, gibt mir das Recht, das Leben meines Ziels zu beenden. Ohne, dass jemand Fragen stellt. Ich bin hier, um Kapitän Svartstar zu töten. Den Anführer der Sklavenjäger. Er ist abgrundtief böse. Wieso erzählt ihr mir das? Weil ich eure Hilfe brauche. Ich kann den Kapitän und 10 von seinen Schlägern töten, ohne dabei auch nur ins Schwitzen zu kommen. Aber das Schiff der Sklavenjäger? Es ist schneller und stärker als alles, was die Einheimischen ihm entgegenwerfen können. Wenn wir das Schiff nicht versenken, sind sie sofort wieder im Geschäft. Warum soll ich einer Assassine helfen? Wie ich sehe, zählt Dankbarkeit nicht zu euren Stärken. Seht mal, ich habe Seda Nen ein Signal gegeben, aber hier wird keiner rechtzeitig eintreffen, um die Sklavenjäger aufzuhalten. Mit eurer Hilfe können wir den Sklavenjägern den Garaus machen, ihre Gefangenen befreien und ihr Schiff versenken. Andernfalls sind ihre Gefangenen so gut wie tot. Okay, was soll ich für euch tun? Sammelt Feuersalze und Zunderpech an den Docks. Daraus könnt ihr eine Feuerbombe bauen. Wir vernichten nicht nur ihr Schiff, wenn wir es in Brand stecken, sondern locken damit auch Svartstar aus seinem Versteck, damit ich ihm ein Ende bereiten kann. Wir treffen uns, sobald ihr die Sachen gesammelt habt. Okay, so will ich tun. So, da unten muss ich hin also. Zu den Docks. Ausgeschaltet. Dann sind hier die Salze drin. Okay, Feuersalze haben wir. Dann sind noch ein paar Freunde. Da ist auch noch einer. Dabei. Oh, ein bisschen Gold. Das nehmen wir auch gerne mit. So, was ich denn jetzt hin? Ah, scheiße. Finde ich uns was da gefallen. Ah, Mist. Da wieder an die Steuerung gewöhnen hier. Und das Zünderpech. Mal gucken, ob wir hier wieder rausschleichen können. Sieht gut aus. Ah!
Jawohl, auch das gibt wieder Erfahrungspunkte. Jetzt steht er ja schon wieder da. Da steht er. Okay, da soll er auch stehen bleiben. Moment, müssen wir hin? Da schwimmen noch irgendwelche Krabben. Seid ihr gut oder böse? Bleiben können. Ah, ist ein Sachs da irgendwas drin? Gerste und Dekorwachs. Hier drüben, an Bord mit euch. Okay. Los geht's. Los geht's. Ja, und? Achso. Benutzen. Geht schon das los Schiff hier. Wird angegriffen. Tut so, als gehörtet ihr zur Mannschaft. Vielleicht merken es die Sklavenjäger nicht. Geht unter Deck und benutzt die Feuerbombe. Ich suche nach dem Kapitän. Jetzt los. Okay. Wie könnt ihr nur, ihr lumpiger Skilber? Ich bringe euch um! Oh, das scheint schon etwas härterer zu sein. So. Wo will ich die jetzt hier anbringen? Da komme ich nicht rein. Schön, wir sind ein tolles Duo. Ja, und jetzt runter von diesem brennenden Schiff. Okay. Das lasse ich mir nicht zweimal machen. Jawohl, das ging ja schon mal gut los hier. Dann wollen wir noch mal gucken, wo wir hier gleich auftauchen. In Wadenfell. Spricht mit Feldwebel Dems. Ah, muss man wieder hier aufrecht kommen. Also da steht sie schon. Aber ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge tun. Bei Elder Scrolls Morrowind. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir vielleicht auch die Wilandra treffen. Gut. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.